Hallo zusammen, wir haben heute Herrn Brockhaus bei uns. Er hat die Firma Brockhaus Technologies gegründet, wie wir im Hintergrund sehen. Aber stellen Sie sich doch einmal selber kurz vor, was Sie davor gemacht haben und ein bisschen so vom Hintergrund. Ja, gerne. Marco Brockhaus, guten Tag. Ich habe jetzt mittlerweile 25 Jahre Beteiligungsmanagement auf dem Buckel, habe ganz zu Anfang nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei Rothschild angefangen, im Investment Banking. Und bin dann in den späten 90er Jahren bei 3i gewesen, habe dort das Venture Capital und Private Equity gelernt und nach den ersten Erfolgen mich dann gleich selbstständig gemacht. Wenn Sie vorher schon, sag ich mal, die typischen Private Equity Fonds gemacht haben, was war dann die Motivation, jetzt eine börsennotierte Technologie Holding zu machen? Ich habe selber auch mal ein Praktikum in Private Equity gemacht, da gab es auch, glaube ich, so Gedanken, war das mal, dass man dann nicht verkaufen muss nach 10 Jahren, dass man dann noch ein bisschen langfristiger gehen kann oder dass man sagt, man möchte auch nochmal andere Investorengruppen erreichen. Was war die Motivation dahinter? Weil das ist ja auch ein bewährtes Prinzip, sag ich mal, der Private Equity Fonds, der auch finanziell interessant ist. Was war die Idee dahinter, warum man das macht? Was ja insgesamt für die Branche in Deutschland ja eher untypisch noch ist. Ja, genau. Das ist richtig. Trigger war ein Investment, was wir getätigt hatten, noch zur Private Equity Zeit, was sehr, sehr erfolgreich war, was ich aber auch ganz gerne ehrlich gesagt behalten hätte. Es war nicht ein Unternehmen, was man hätte wieder verkaufen sollen können. Und das war so ein bisschen der Trigger, dass ich gesagt habe, ich möchte in der Lage sein, die Firmen langfristig zu halten. Klar, wir können verkaufen, aber wir müssen nicht. Und in dem Private Equity Zyklus sind sie normalerweise so nach 3 bis 5 Jahren wieder auf Exit gepolt. Und da wollten wir raus. Und gleichzeitig, das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass man einfach unternehmerisch eine langfristige Technologiegruppe aufbauen wollte und möchte und die eben an die Börse geführt hat. Das war das Ziel von Anfang an. Wir haben Brockhaus Technologies gegründet mit dem Ziel, irgendwann an den Kapitalmarkt zu gehen, um in der Lage zu sein, permanent oder wenn es nötig ist, wieder Geld aufnehmen zu können, um neue Investments zu tätigen. So, und das Ganze ist jetzt nach rund 1,5 Jahren am Kapitalmarkt schon so weit gediehen, dass wir mit 3 Töchtern verhältnismäßig stabil aufgestellt sind. Das soll so weitergehen und einfach über weitere Kapitalerhöhungen respektive über einen Modus, der uns erlaubt, aus den Cashflows der Companies, der Töchter, neue Akquisitionen zu finanzieren. In diesen Cash-Compounding-Zyklus, so nennt man das, möchten wir gerne reinkommen. Und das so schnell wie möglich. Aber dafür braucht es natürlich einige Zeit an Aufbauarbeit, sodass man sehr stabil dasteht und nicht permanent wieder neu an den Kapitalmarkt gehen muss, um eben auch Verwässerungen für die Aktionäre zu vermeiden. Was war denn so, wenn Sie 25 Jahre haben Sie genannt, was war in der Zeit so, wo Sie sich erinnern können, Ihr bestes und Ihr schlechtestes Investment und was haben Sie jeweils daraus gelernt? Wir haben natürlich ganz zu Anfang, das war am Anfang der 2000er Jahre, wie gesagt Januar 2000 selbstständig gemacht, noch zur Hälfte Venture Capital gemacht und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Da haben wir einige Firmen verloren. Ich erinnere noch an ein Investment, das war im Bereich von HSDPA-Technologie. Das waren diese Steckkarten, die man in die Laptops steckte, um dann ins Internet zu können, mobil. Da hat uns Huawei aus China mächtig zugesetzt und wir mussten leider das Investment abschreiben. Das war für mich auch so ein bisschen das Signal, dass man eben nur auf hochprofitable Technologieführer setzt. Und das haben wir dann gemacht ab dem zweiten Fonds 2006. Und diese Strategie ist sehr, sehr erfolgreich aufgegangen und eben bis heute. Also Brockhaus Technologies akquiriert margenstarke Innovationstechnologieführer mit Preissetzungsmacht in B2B-Märkten. Ja, und wenn ich Preissetzungsmacht habe, weil ich eine besondere Technologie habe, habe ich in der Regel auch bei gutem Management ein sehr hohes EBITDA. Und das ist so ein bisschen der Zielfokus, auf den wir setzen. 20% Topline-Growth und 30% EBITDA-Marge mit einer relativ hohen Cash-Conversion. Am Ende des Tages zählt natürlich der Cashflow und nicht nur das EBITDA, sondern die Cashflow Conversion to EBITDA ist für uns eine ganz, ganz wichtige Kennzahl. Wie schaut denn Ihre Akquisitionsstrategie aus? Weil wir haben es jetzt schon ein bisschen so angesprochen,
ich würde es jetzt von der Aktienseite als GAP-Strategie sehen, so Growth at Reasonable Prices. Da ist man eigentlich auch ein bisschen besonders positioniert, weil oft gibt es ja die typischen Venture Capital Fonds, die, sag ich mal, die Hoffnungswerte kaufen. Und dann gibt es, sag ich mal, wie man Private Equity oft kennt, wo eher, sag ich mal, Probleme irgendwo da sind, wo man dann operativ was verbessern kann. Also da, wo ich im Praktikum war, das war, sag ich mal, am anderen Ende. Ja, die haben wirklich die hässlichen Restrukturierungsfälle da gekauft, was natürlich dann auch schnell auch ein hartes Umfeld ist. Wie sehen Sie das und wie bekommen Sie vor allem auch neue Ideen? Ja, ist das, dass man sich Firmen aktiv sich anschaut und anschreibt, oder ist das, sag ich mal, der normale Prozess über Investmentbanken, Netzwerk? Wie ist, sag ich mal, die Akquisitionsstrategie in dem Bereich? Ich gehe nochmal darauf ein, was der Fokus ist. Also wir kaufen die Tech-Champions des deutschen Mittelstands. Das kann Software sein, das kann MedTech sein, das kann Security sein, das können Sensoren sein, wie zum Beispiel zur Luftmessung etc. pp. Und das sind immer wirklich die margenstarken Technologieführer, die eine besondere Innovation haben oder eine besondere Technologie, dadurch, wie ich es schon sagte, Preissetzungsmacht haben in ihren Nischen, in ihren Märkten. Und wenn ich eine Preissetzungsmacht habe gegenüber dem Wettbewerb, habe ich einfach in der Regel eine sehr hohe Rohertragsmarge, ganz simpel nach HGB gesprochen, Umsatz minus Materialkosten. Und dann habe ich in der Regel auch sehr viel Spielraum, wenn die schon 80-90% hoch ist, was das EBITDA angeht. Also da muss schon schlechtes Management sein, wenn das dann nicht der Fall ist. Und ein schlechtes Management hat in der Regel nicht einen Technologieführer, den sie oder er führt. Also von daher ist diese Regel eigentlich eine sehr, sehr simple, aber sehr erfolgreiche. Die Schwierigkeit ist, man muss sehr, sehr selektiv sein. Und man muss halt Nein sagen können. Und man darf nicht irgendwie begeistert sein von irgendeinem tollen Produkt, aber wo man eigentlich diese Strategie verliert. Das heißt, wenn man die relativ klar und strikt verfolgt, und das machen wir, wie gesagt, schon seit mittlerweile deutlich über 15 Jahren, eigentlich schon seit Anfang an, aber da noch eben am Anfang mit dem Venture Capital, dann ist es einfach sehr, sehr erfolgreich. Und Sie fragten mich, was mein erfolgreichstes Investment war. Da gab es mehrere, die sehr erfolgreich waren. Das Trigger-Investment war sicherlich ein MedTech-Unternehmen namens Resorber, was wir an einen Strategen verkauft haben nach England. Die stellten beispielsweise künstliche Hirnhaut her und waren für den Menschen und waren extrem profitabel mit genau den Kennzahlen, die ich gerade nannte. Und also hohe Rohertragsmarge und hohes EBITDA. Ein weiteres war eine Beteiligung am Frankfurter Online-FX-Spezialisten 360T, welches wir an die deutsche Börse verkauft haben. Es gab mehrere Firmen in der Vergangenheit als auch jetzt aktuell, die sehr, sehr erfolgreich laufen. Wie kommen wir an die Firmen? Wir haben eigentlich drei verschiedene Kanäle. Das ganz Übliche ist natürlich M&A-Investmenthäuser, die uns Transaktionen vorstellen. Da sind wir natürlich nicht alleine, sondern sind wir one out of many, die Interesse haben und das eben bekunden und uns da eben dann durchsetzen müssen, was vielfach eben zu hohen Preisen führt. Deswegen gehen wir parallel durch unser Netzwerk und über unser Netzwerk an Firmen ran, was sehr, sehr gut ist. Letztes Beispiel ist Bikeleasing, die über einen Netzwerkkontakt zu uns kam. Und der dritte Weg oder der dritte Kanal, um an lukrative und Technologieführer zu kommen, ist einfach der direkte Approach. Ne? Also wir gehen, wenn gerade nicht Corona ist, auf Messen und sprechen die Unternehmen vorher an oder machen Calls, indem wir vorher über eine Software, die wir haben, die Firmen genauso raustriggern und suchen, wie unsere KPIs eben sind, was wir für numerische Ziele haben, wie hohe EBITDA-Marge, hohes Umsatzwachstum etc. pp. Beziehungsweise vor allem entsprechende Umsatzgrößenordnung. Sie haben ja drei Portfoliofirmen aktuell. Stellen die sich doch mal ganz kurz High-Level vor, was die Firmen jeweils machen. Ja, gerne. Selbstverständlich. Pallas, unsere erste Akquisition, ist ein Anbieter von Sensoren zur Messung von Partikeln in der Luft. Vor allen Dingen für Feinstaubsensorik, also sprich die Feinstaubgeräte, die an Autobahnen oder an Straßen stehen, um die Umwelt
Feinstaubbelastung zu messen. Das sind zertifizierte, das ist ganz wichtig, zertifizierte Feinstaubmessung. Es gibt natürlich jede Menge Billigsensoren, aber die von Pallas sind zertifiziert, um in Europa und Amerika Feinstaub zu messen. Und wir sind gerade dabei, in China die Regulation bzw. Zertifizierung zu beantragen und sind dort gerade im Prozess als nächster großer Schritt. Das ist Pallas. Pallas kann aber auch beispielsweise Nanopartikel messen in der Größenordnung von einem Coronavirus. Aus dem Grunde haben wir Maskentest-Tricks entworfen, die die Masken auf die Durchlässigkeit von Coronavirus-Partikeln in der Größenordnung eines Coronavirus messen können und sind damit ganz gut durch die Corona-Pandemie-Krise gekommen. Ganz im Gegenteil, wir haben das sehr, sehr gut ausgebaut, das Geschäft, und haben damit gutes Geld verdient. Zweite Akquisition ist die ISE aus Oberteuringen am Bodensee. ISE ist ein Anbieter von latenzfreier Übertragung von Daten in sicheren Systemen, beispielsweise Flugsicherung, also Kontrollräume für die Flugsicherung, sei es im Bereich um den Flughafen, Air Traffic Control, oder auch auf größeren Strecken, also das nennt man dann Air Traffic Management, beispielsweise in den USA oder Eurocontrol hier in Europa. Die ISE macht aber auch Kontrollräume, erste Kontrollräume für autonomes Fahren, und ist dort auch gefördert durch den Bund bei einem Projekt am Bodensee, gemeinsam mit ZF und weiteren Technologieführern aus der Region. ISE ist totally global mit Tochtergesellschaften in den USA und Asien, in Singapur und weiteren Vertriebsbüros in China und Südkorea und Frankreich. So, und die letzte Transaktion, die wir geclosed haben am 30. November vergangenen Jahres, die Bikeleasing, ein B2B-Fintech für die Vermittlung von Leasingverträgen, gestartet eben, wie der Name schon sagt, Bikeleasing für Fahrräder, für Dienstfahrräder, mit mittlerweile 33.000 Firmenkunden, also wirklich substanzielles Wachstum und der Möglichkeit für den Arbeitnehmer über die Gehaltsumwandlung ein Dienstfahrrad zu leasen über 36 Monate und das eben natürlich deutlich günstiger, weil eben Gehaltsumwandlung und das zu einem deutlich reduzierten Steuersatz von 0,25% versus 1% im Dienstwagenbereich. Das ist wahrscheinlich auch das Letzte, das, was, sag ich mal, für Zuschauer am relevantesten ist, weil sie das, sag ich mal, auf sich bezügen können. Ne? Man sieht ja überall die Fahrräder, Elektrofahrräder. Was ist da vielleicht der Wettbewerbsvorteil von diesem Bike-Leasing? Sind es dann diese Partnerschaften? Weil das ist jetzt weniger Technologievorteil wahrscheinlich als bei den anderen zwei, die ja sehr, sehr Nischen, in der Nische sehr, sehr stark sind. Was war da so der Erfolgsfaktor von Bike-Leasing? Weil Leasing-Anbieter per se gibt es ja einige. Ja, lass mich erklären. Das ist schon ein Technologie- bzw. ein sehr innovatives Unternehmen, weil es komplett digital ist und aus dem sehr skalierbar und Kundenstruktur. Ja? Das heißt, es sind ganz, ganz viele Kunden und dahinter stehen über 1,7 Millionen Arbeitnehmer. Das heißt, da ist eine unglaubliche Skalierungsmöglichkeit. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses Kundenwachstum einfach fördert, ne? Dass sehr, sehr viele Corporate-Kunden, Firmenkunden auf die Bike-Leasing-Plattform andocken, weil mit diesen Kunden, die eigentlich quasi nicht mehr wechseln, warum sollten sie auch, solange das vernünftig und skalierbar läuft, und das tut es bei Bike-Leasing. Ab und zu kommen Kunden von Wettbewerbern, aber wir verlieren sehr, sehr selten Kunden überhaupt. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil, die Stickiness dieses Geschäftsmodells. Und gleichzeitig haben wir über 5000 Händler angebunden. Und diesen Händlern knöpfen wir keine Marge ab. Das heißt, die Händler sind sehr für Bike-Leasing, weil sie können zum vollen Verkaufspreis die Fahrräder verkaufen. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Ja, und für die Arbeitnehmer ist es der große Vorteil, über die Gehaltsumwandlung bis zu 37% gegenüber dem Verkaufspreis zu sparen über das Leasing. So, das ist,
Geschäftsautos, ja. Genau, richtig, korrekt. Genau. Macht es Sinn, wenn man sagt, man hat eine total digitale Plattform, da irgendwann auch mal in andere Bereiche zu gehen? Oder ist das auch sehr spezifisch auf die, sag ich mal, die steuerliche Komponente dazu geschnitten? Wahrscheinlich ein Kränke mit, ist da auch, hat da auch eher kleinteilige Kunden teilweise. Wär das eine Idee, da weiter in diese Richtung zu gehen? Oder sagt, das Bike, das ist noch so viel, das reicht uns noch die nächsten Jahre? Ja, wir haben mehrere Wachstumsstränge. Also das erste ist wirklich Kundenwachstum, ja, also die Anzahl der Firmenkunden zu erhöhen, dann in den Firmenkunden zu wachsen. Wir haben manche Firmenkunden, wo wir eine Take-up-Rate von 30% haben, bei manchen nur 3%. Und da, wo wir nur 3% haben, müssen wir halt noch im Kunden stark wachsen. Die dritte, Sie sprechen schon an, die dritte Möglichkeit zu wachsen ist, dass man weitere Mitarbeiter-Benefits auf die Plattform packt. Man könnte beispielsweise PC-Leasing fürs Homeoffice oder iPhone-Leasing, also da fallen mir viele Sachen an, ein, die man noch draufsetzen könnte als weitere vertikale Wachstumsstrategien. Last but not least kann man natürlich auch international wachsen. Bike-Leasing ist jetzt bereits nach Österreich gegangen, hat in Innsbruck eine Tochterunternehmung gegründet und bearbeitet jetzt den österreichischen Markt, aber wir können natürlich ins umliegende europäische Ausland auch weitergehen, weil in unterschiedlichen Ländern gelten unterschiedliche Regularien für diese Form des Dienstfahrrads, aber am Ende des Tages sind sie mehr oder minder anwendbar und von daher können wir uns auch gut vorstellen, nach zum Beispiel nach Benelux, Frankreich, UK etc. zu gehen. Ja, also da ist auch noch der vierte Wachstumsstrang eben die Internationalisierung. Sie haben bei Pallas Corona schon angesprochen, was war so der Umsatzanteil und ist es was, was natürlich jetzt auch mal kurzfristig, ne? Wir hatten 2 Jahre Corona, jetzt so langsam läuft es aus. Ist es relevant, dass man da vielleicht wieder dann Umsatzrückgang hat oder tun dann andere Bereiche das wieder mehr ausgleichen? Oder was war, sag ich mal, so der Anteil davon? Ja, nee, Umsatzrückgang haben wir da Gott sei Dank nicht. Die Pallas hat zum einen natürlich durch diese wirklich sehr, sehr schnelle, vielleicht erzähle ich wirklich mal kurz dazu aus, da kam eQuest Anfang 2020 aus China, ob man Masken, Gesichtsmasken prüfen könnte auf Coronavirus-Durchlässigkeit. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Gerät dafür, haben das aber innerhalb von Wochen entwickelt, weil natürlich der Sensor als solches, der optische Sensor von Pallas als solches, eine Grundtechnologie ist, die man überall anwenden kann, fast überall, wenn es darum geht, Partikel zu messen. Und so haben wir in relativ kurzer Zeit ein Maskenprüfgerät entwickelt und das dann eben sehr, sehr erfolgreich in den vergangenen 2 Jahren abgesetzt, was natürlich dazu geholfen hat, vielen Menschen ja, zu schützen, viele, viele Menschen zu schützen, weil Sie haben vielleicht noch in Erinnerung, wie am Anfang der Pandemie viele Masken kamen, die überhaupt keinen Schutz geboten haben. Und von daher war das sicherlich ein toller Beitrag zur Pandemiebekämpfung seitens der Pallas. Aber mit Abebben der Pandemie jetzt und auch gleichzeitig damit natürlich Abebben dieser Maskenprüfgerätverkäufe. Aber das bleibt bestehen. Es ist jetzt nicht so, dass es komplett weggeht, weil man kann das natürlich auch einsetzen bei Arbeitsschutzsituationen, wo es darum geht, dass Mitarbeiter keine gefährlichen Stäube einatmen etc. pp. Und gleichzeitig hat natürlich das Feinstaubgeschäft wieder begonnen. Wir sind nach China gegangen mittlerweile und haben ein unheimlich starkes Wachstum in China. Also es gibt viele Wachstumsmöglichkeiten für die Pallas. Da wird mir überhaupt nicht bange, nur weil es jetzt keine Massenprüfstände mehr so verkauft werden wie vielleicht noch 2020. Worin unterscheidet sich Brockhaus von anderen börsennotierten Beteiligungsunternehmen? Wenn man es jetzt so mitnimmt, ist wahrscheinlich diesem Fokus auf technologisch getriebene Mittelständler, eine Blue Cap, Mutares, Aurelius, sind da deutlich irgendwie breiter, ne? Sag ich mal, oder so vom Typ, wie würde man sich so positionieren? Wie sieht man sich da selber oder was sieht man als Unterschied zu anderen Aktienalternativen? Ja, wir sind eine Technologiegruppe, die in verschiedenste Technologie-Champions investiert. Ne? Das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Unterschied. Wir verstehen uns als Gruppe, nicht als Beteiligungsholding, wie das andere vielleicht machen. Wir haben auch keine Fonds, die wir parallel
managen unter dem Dach der Brockhaus Technologies. Die Brockhaus Technologies als solche agiert als Technologiegruppe. Es kann gut sein, dass wir als nächstes Firma ein Softwareunternehmen akquirieren oder ein MedTech-Unternehmen. Wir sind Generalisten, was es angeht, was die Industrien angeht, immer mit dem gleichen Fokus, der gleichen selektiven Schärfe und dem Anspruch, wirklich die Tech-Champions zu finden, die Perlen. Also das ist am Ende des Tages sind es die Perlen, die wir suchen. Das sind Firmen, die möchte jeder kaufen. Ne? Und wir haben uns schon immer auf die fokussiert und nicht auf andere Themen. Wir sind auch nicht da, um zu sagen, wir kaufen jetzt einen Restrukturierungsfall und fangen an, die Firma zu restrukturieren. Wir versuchen, diese Tech-Champions weiterzuführen auf die nächste Stufe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also wie zum Beispiel mit der Pallas, dass wir nach China gehen. Ja, das hätte Pallas in der alten Eigentümerstruktur nicht gemacht. Ja, und wir schielen auch nach USA mit der Pallas. Es ist nicht so, dass wir jetzt aufhören, nur weil wir in China erfolgreich sind. Ja, wir überlegen uns neue Produktstrategien. Wir haben als eine der ersten Maßnahmen damals gesagt, die Produkte sind inside Pallas, also die Produkte sind hervorragend, aber die müssen auch irgendwie vor allem dann, wenn sie im Innenraum stehen, einigermaßen gescheit ausschauen. Ja, und aus dem Grund haben wir dann zum Beispiel Porsche Design beauftragt und die seitdem alle Produkte der Pallas designen, was wirklich sehr, sehr ansprechend ist. Ja. Und gleiches eben jetzt auch mit Bike Leasing oder mit der Ise, dass wir nach Asien, dass wir nach China gegangen sind, dass wir gerade bei der Ise eine IP-Firma dazu gekauft haben. Ise ist im proprietären Bereich weltweit marktführend. Das heißt, immer dann, wenn es geschlossene IT-Kreisläufe sind, wo kein Internetprotokoll von außen rein kann. Das ist natürlich immer dann wichtig, wenn es wirklich mission-critical ist. Also ich nannte ja schon Air Traffic Control oder stellen Sie sich vor, in ein Kontrollzentrum für autonomes Fahren wird reingehackt. Ja? Dann haben Sie das absolute Chaos auf den Straßen. Und das darf natürlich nicht passieren. Und da ist proprietäre Technologie das Produkt der Wahl. Aber dennoch gibt es natürlich viele Kunden, die sagen, das brauchen wir gar nicht. Uns reicht ein günstigeres IP-Produkt. Und aus dem Grunde haben wir die KVM Tech in Österreich dazu gekauft im vergangenen vierten Quartal. Das ist ein kleiner Anbieter von KVM over IP, wo ich eben über VPN-Kanäle Netzwerke steuern kann, die weit entfernt sind. Und da ist das ist natürlich trotzdem sicher, nicht? Aber es ist natürlich immer dann, wenn ich einen IP-Weg habe, das wissen Sie selbst, kann natürlich theoretisch reingehackt werden. Wir haben natürlich alle möglichen Maßnahmen getroffen, dass das nicht der Fall ist, aber dennoch ist über IP immer auch die Möglichkeit reinzugehen. Also sie liefern auch, sag ich mal, operativen Mehrwert. Man hat zum Beispiel, sag ich mal, einen Rohdiamanten, der dann so ein bisschen geschliffen wird. Sag ich mal, Firmen, die zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Produkt haben, aber denen hilft man dann Internationalisierung. Also man geht da auch operativ mehr rein und liefert da Mehrwert. Weil zum Beispiel die Private Equity Branche hat sich auch noch verändert. Ne? In den 90ern gab es weniger Konkurrenz. Da konnte man noch irgendwelche Firmen kaufen und aus dem Firmencash irgendwie das bezahlen. Man hat ein bisschen Schulden draufgehauen und hat eigentlich operativ gar nicht so viel machen müssen. Wie sehen Sie, wie sich so die Branche so verändert hat? Was muss man da mehr machen? Wie auch die Zinsen sind natürlich gesunken die letzten 30, 40 Jahre, was natürlich der Branche auch geholfen hat, ne, von den Multiples. Wie sehen Sie den aktuellen Status der Branche? Naja, also vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Also die Zinsen sind ja seit eigentlich der Finanzkrise zumindest mal in Europa sehr, sehr niedrig, nicht? Und das hat der, ich weiß nicht, ob es der Branche geholfen hat, es hat sicherlich geholfen, dass sehr, sehr viel Geld reingeströmt ist, ja, und aus Anlagedruck heraus und nach wie vor sehr, sehr viel Geld im Markt ist. Das hat insofern natürlich der Branche geholfen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Falle, nicht? Weil wenn die Zinsen steigen, wird sich das natürlich ändern und dann werden meines Erachtens auch die Preise runterkommen. Die Frage ist, können die Zinsen steigen? Ich sehe es nicht. Ne? Also die USA zieht jetzt die Zinsen an, ja. Ich bin mal gespannt, was die EZB macht und wie das in Europa mit 27 verschiedenen Staaten funktionieren soll. Aber das ist nicht mein Thema. Ich glaube, die Private Equity und die Beteiligungsbranche hat sich insofern verändert, dass man
es schon immer Firmen oder Private Equity Firmen gehabt, die mehr hands-off waren und mehr die hands-on waren. Wir haben bewusst die Technologiegruppe Brockhaus Technologies gegründet, um einfach viel unternehmerischer und viel näher an den Firmen dran zu sein. Mhm. Was im Private Equity so nicht möglich ist. Also nicht in der normalen GPLP-Struktur. Dann geht man meistens über Beiräte oder Industrieexperten mit teilweise Erfolg und teilweise auch weniger Erfolg. Wenn die Firma trägt ihren Namen, dann würde ich mal annehmen, sind sie auch daran maßgeblich beteiligt. Das ist wahrscheinlich das eine, plus ein Gehalt. Was ist ungefähr Ihre Beteiligung an der Firma? Das kann ich Ihnen genau sagen. Die ist bei rund 22%. Okay. Nach wie vor auch nach IPO. Okay. Und wenn man jetzt sagt, so eine Firma kann man ja nach zwei Methoden bewerten. Einerseits, sag ich mal, nach typischen Ertragskomponenten, ne? Wie viel Gewinn oder EBITDA ist da. Das andere wäre nach NAV. Nach was schauen Sie eher und wie würden Sie Brockhaus Technologies bewerten, wie würden Sie vorgehen, wenn man jetzt ja, einfach Sie sich selber als Externe anschauen würde oder worauf schauen Sie intern? Also wenn wir Firmen akquirieren, bewerten wir ganz klar nach EBIT bzw. EBITDA-Multiple. Und das Gleiche wenden wir eigentlich oder sehen wir für Brockhaus Technologies an, wobei natürlich der Markt uns bewertet. Ne? Also das ist ja Angebot und Nachfrage. Wir sehen selbst immer, das EBITDA ist eigentlich die operative Ertragskraft. Warum EBITDA? Weil einfach das für uns, vor allen Dingen bei den hohen Cash-Conversions, die wir haben, also to Cashflow, dass das entscheidend ist. Ja? Und also Cashflow ist natürlich auch für uns entscheidend. Also was für ein Free Cashflow am Ende des Tages bei den Firmen übrig bleibt, ist für uns immer eine ganz hohe, ganz wichtige Ertragskennzahl. Ja. Für einen typischen Aktieninvestor sind es ja doch sehr drei unterschiedliche Bereiche von den Firmen. Und da ist natürlich dann auch schnell, gerade wenn man jetzt keine Riesenfirma ist, dass es einen gewissen Konglomeratsabschlag gibt. Ne? Das kann dann irgendwann, gerade wenn man eine Kapitalerhöhung machen möchte, auch mal frustrierend sein. Wäre auch mal eine Möglichkeit, sagt ein Börsengang als Exit oder ist man eher sagt, wir sind eine Technologieholding und wenn man einer anruft und einen Traumpreis zahlt, dann verkaufen wir. Aber per se wollen wir das schon immer langfristig behalten. Wie sieht man das oder was wären noch weitere Ziele auf die nächsten so 3 bis 5 Jahre von der Vision her? Ja, genau, diese Frage habe ich beim IPO gestellt bekommen vor 1,5 Jahren. Genau die Frage, was meine 3 bis 4 Jahres Vision ist. Damals habe ich gesagt, eine Handvoll Firmen und 120 Millionen Umsatz und rund 40 Millionen EBITDA. Und wenn Sie unsere Zahlen zum 30.09. sehen, die vorläufig und ungeprüft sind, aber dennoch inklusive der Bike Leasing pro forma, als wäre sie schon letztes Jahr voll dabei gewesen und ab diesem Jahr ist sie ja dann voll dabei, dann marschieren wir schon ganz gut dahin, wo ich eigentlich erst von jetzt an 2 Jahren sein wollte mit der Firma. Von daher bin ich da schon mal sehr zufrieden. Und wenn Sie mich nach den nächsten 3 bis 4 Jahren fragen, ist es eigentlich eine ganz ähnliche Antwort. Also, dass wir weiter wachsen, sehr selektiv mit 1, 2 Transaktionen. Letztes Jahr haben wir 2 gemacht. Mal schauen, wie viel es dieses Jahr werden, sodass wir peu à peu in einen Modus kommen, wo wir uns von den Cashflows der Töchter neue Akquisitionen leisten können. Das ist im Grunde genommen das Ziel, ich sag mal, in den nächsten 3 bis 4 Jahren, dass wir in so einen Cash-Compounding-Modus reinkommen. Mhm. Wenn uns das gelingt, haben wir es geschafft eigentlich. Ja, also dann ist es wirklich da, wo heute zum Beispiel eine Roper Technologies aus den USA ist. Das ist unser US Role Model für Brockhaus Technologies. Die haben vor 30 Jahren ein IPO in Nasdaq gemacht und sind heute rund 50 Milliarden wert, 30 Jahre später, und machen nichts anderes, nämlich hochprofitable Innovationstechnologieführer in B2B-Märkten mehrheitlich zu erwerben. Und genau das machen wir. Hm. Und das ist eigentlich auch unser Vorbild. Hm. Das klingt gut, ja. Vor allem, genau, wenn man halt keine Kapitalerhöhung mehr machen muss, sondern da die Zukäufe, ähnlich wie Warren Buffett, aus dem Cashflow bezahlen kann, ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Super, es schon wird immer länger, als man denkt. Haben wir noch was Wichtiges vergessen in dem Gespräch, was man noch über Brockhaus Technology wissen sollte? Was wollen Sie noch mitteilen? Ansonsten bedanke ich mich auch schon mal für die Zeit und das Gespräch. Nö, ich habe eigentlich, glaube ich, die wesentlichen Sachen gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich
was ich jetzt noch hinzufügen kann. Okay. Ich bin der Meinung, dass, wenn Sie, weil Sie es gerade ansprachen, den Konglomerationsabschlag, ich sehe es eigentlich genau andersrum, aber noch bisher hat es der Markt nicht entdeckt, dass eigentlich diese Akquisitionsmaschine, die hier läuft, eben genau das Gateway für den Investor ist, in solche Tech-Champions im deutschen Mittelstand zu investieren. Und ich glaube, wenn der Markt das mal verstanden hat, dann wird auch... Klar, das dauert dann einfach so ein bisschen. Ne? Braucht man halt einige Jahre Track-Record, wenn man dann weiß, okay, mit Brockhaus kaufe ich mir Tech-Champions ein und dann sag ich mal, dann bewerte ich vielleicht auch gar nicht mehr so genau, was sind jetzt, sondern schaue auf das Gesamt und bewerte auch die Plattform und will halt dieses Segment abdecken. Aber das ist sicherlich, das gerade in Deutschland dauert es immer ein bisschen länger. Ne? Aber sicherlich eine interessante, nicht Nische, aber auch ein interessantes Segment, was man damit halt abdecken kann, was man ja sonst eher schwieriger investieren kann als Aktionär. Ne? Okay, wunderbar, dann nochmal besten Dank und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, vielen Danke. Dank.